Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rosas Radio, dem Rosatia-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Sascha aus Mülheim am Main. Sascha hat seit ungefähr 2 Jahren Rosatia und ich werde heute mit ihm darüber sprechen, wie er im privaten und beruflichen Alltag mit seiner Rosatia umgeht. Und natürlich auch darüber, wie es beim Make-up-Tutorial mit Boris Entrup war. Denn Sascha war unser männlicher Gewinner bei der Casting-Aktion Be Handsome, Be Beautiful. Er durfte sich vom Beauty-Experten Boris persönlich zeigen lassen, wie er sich ein gutes und, naja, quasi unsichtbares Tages-Make-up für Männer schminken kann. Hallo Sascha, schön, dass du heute Zeit für ein Interview hast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Ja, hallo Rosa, freut mich auch, dass ich dabei sein darf. Sascha, es wäre schön, wenn du uns kurz ein paar Eckdaten zu deiner Person gibst, damit unsere Hörer dich kennenlernen können. Ja, also ich heiße Sascha, ich bin 39 Jahre alt, habe 2 Kinder, bin verheiratet, arbeite als Abteilungsleiter bei einem Automobilzulieferer hier in der Gegend und in meiner Freizeit mache ich viel mit meiner Familie und fahre auch öfter Fahrrad. Danke, Sascha. Kommen wir nun zur Rosatia. Bei mir fing das mit der Hautkrankheit an, als ich so Anfang 30 war. Wann wurde bei dir Rosatia diagnostiziert? Ja, bei mir war das vor 2 Jahren. Also, das fing schleichend an mit diesen typischen Symptomen. Rötungen, Pappeln, Pusteln. Und im letzten Jahr, im Mai letzten Jahres, also 2016 war das dann, da hat mir der Arzt dann bestätigt, dass es Rosatia ist, ja. Und was war dein erster Gedanke nach der Diagnose? Also zu Beginn war es für mich niederschmetternd, ehrlich gesagt, weil der Hautarzt hat mir halt gesagt, dass es nicht heilbar ist. Es ist wohl nur behandelbar und da musste man sich halt erstmal mit abfinden. Ich meine, ich war da oder bin vielmehr gerade Ende 30 und habe da schon ein Problem am Anfang damit gehabt, dass ich das bis ans Ende meines Lebens habe, ne? Hast du denn schnell einen geeigneten Hautarzt für dich gefunden oder musstest du lange suchen? Ja, also ich gehe regelmäßig zum Arzt. Alle 3 Monate mache ich das. Und gefunden habe ich ihn ziemlich schnell. Und zwar im Internet. Ich habe da etwas recherchiert und bin auch ziemlich schnell auf Rosatia gekommen. Und den Arzt, den ich dann da gefunden hatte, ja, der hat es ziemlich schnell dann erkannt, dass es Rosatia ist. Und hat der Hautarzt dir eine Therapie verschrieben, die du regelmäßig anwendest? Ja, also ich habe hat mir dann eine Salbe verschrieben gegen Rosacea, die ist auch ziemlich gut. Aber er hat auch schon erwähnt, dass wir jetzt im Herbst mit einer Antibiotikumkur anfangen wollen. Also das sind solche Kapseln, die wohl recht niedrig dosiert sind mit Antibiotika. Das ist jetzt so der nächste Schritt, den wir machen wollen. Also bist du zufrieden mit deiner Behandlung? Ja, ne, also ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Behandlung. Aber es wäre schon schön, wenn es was gäbe. Also seitens der Pharmaindustrie, dass es halt ganz verschwinden würde. Ne? Das kann ich verstehen. Bei mir funktioniert das schon sehr häufig, aber leider ist das ja von Patient zu Patient verschieden. Wodurch wird bei dir die Rosatia eigentlich hauptsächlich ausgelöst? Gut, also mir ist in den letzten 2 Jahren aufgefallen, dass vor allem rohe Zwiebeln, scharfes Essen, Stress, also wenn ich viel Stress habe, bekomme ich solche Schübe, aber auch im Sommer, also die Sonne, also wenn ich zu lange mit dem Gesicht in der Sonne bin, dann merke ich das dann auch abends oder spätestens einen Tag später dann, ja. Das kenne ich. Einer meiner Hauptauslöser ist auch Stress und leider auch die Sonne. Was hast du denn noch unternommen, um die Symptome zu lindern? Ja, ich habe angefangen, mir einen Bart wachsen zu lassen, weil den muss ich nur trimmen. Vorher hatte ich mich täglich rasiert, aber das hatte die Haut zu sehr gereizt. Und ich benutze noch so eine hautneutrale Waschlotion ist das. Und das hilft ganz gut, ja. Und schminkst du dich auch? Schließlich hast du ja beim Casting für das Tutorial mit Boris Entrup mitgemacht und gewonnen. Ja, das stimmt, ja. Also ich benutze auch Make-up, gerade weil ich auch viel mit anderen Menschen zu tun habe. Und ich möchte auch schon, dass das ein Stück weit auch, gepflegt aussehe. Genau deswegen habe ich auch bei dem Casting mitgemacht, ja. Make-up ist ja auch schon lange nicht mehr nur ein Frauenthema. Das hat Boris dir ja sicherlich verraten. Wie war denn der Tag mit ihm? Der Tag, der war super. Der hat mir wirklich gut gefallen. Boris hat mir auch erzählt, dass es immer mehr Männer gibt, die sich schminken. Aber dass es halt auch so ist, dass sie das wirklich dezent, leicht haben wollen. Dass es nicht gleich auffällt, dass man geschminkt ist. Und welche speziellen Tipps hat Boris dir für das Schminken gegeben?
Ja, also angefangen hatte der Boris mit einem sogenannten Primer. Das ist quasi so ein Porenverfeiner. Den hat er mit dem Pinsel aufgetragen. Anschließend hat er auf die roten Stellen, auf der Wange und auf der Nase, ein Concealer aufgetragen. Das wurde quasi nur drauf getupft und das hat er dann mit dem Finger verteilt auf den roten Flächen. Und ja, wenn es verteilt ist, am Ende wird dann nochmal ein bisschen mit Puder drüber gegangen und die Sache ist erledigt, ja. Und warst du zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, ich war sehr zufrieden. Also es ging wirklich schnell und es sieht überhaupt nicht geschminkt aus. Es sieht sehr natürlich aus. Also von daher war alles super gewesen, ja. Das klingt ja gut und ist bestimmt auch wichtig für deinen Job. Wie gehst du denn im Berufsleben mit der Rosazea um? Ja gut, im Berufsleben ist es so, ich hatte anfangs, als diese Rötungen auftraten, da hatte ich echt Probleme gehabt. Da kamen dann so blöde Sprüche wie, warst du am Wochenende wieder feiern? Oder hier und da hast du mal wieder zu tief ins Glas geschaut. Ja, das war schon blöd gewesen. Mittlerweile wissen die Kollegen Bescheid. Ich kläre da auch auf. Aber hier und da wäre ich trotzdem immer mal wieder angestarrt. Es ist unangenehm, wenn die Kollegen oder auch Kunden, wenn die das machen, finde ich nicht so toll. Aber seit der Behandlung von der Rosazea wurde es auch jetzt besser. Also ich bin da viel, viel selbstbewusster jetzt wieder im Job. Und ja, und wenn es doch mal wieder rot ist oder zu rot, also zu sehr durchschießt, die Röte, dann benutze ich einfach das Make-up. Lieber Sascha, vielen Dank für deine Zeit heute und das intensive Gespräch. Das Interview mit dir wird bestimmt auch andere Männer mit Rosazea motivieren, sich von der Rosazea nicht ärgern zu lassen, sondern neben der Behandlung vielleicht auch einfach mal den Schminkpinsel in die Hand zu nehmen. Es ist immer interessant, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Na, und vor allem spannend ist der Einblick in die Männerwelt mit Rosazea. Ja, danke, Rosa. Das Interview hat mir wirklich Spaß gemacht. Mein Tipp an alle da draußen: Schämt euch nicht, klärt auf, wenn irgendjemand euch auf die Nerven geht damit. Geht zum Arzt, weil umso schneller ihr das macht, umso eher kann man was machen und die Therapie, die hilft wirklich. Ja. Genau so ist es. Also an alle Männer mit Rosazea, lasst euch nicht hängen, sondern nehmt die Krankheit selbst in die Hand. Dann könnt ihr entspannter und munter durchs Leben gehen. In diesem Sinne freue ich mich schon auf das nächste Mal. Tschüss, sagt eure Rosa.